Heute entführe ich euch mal in meine Küche, wo wir gemeinsam einen unwiderstehlichen Krustenbraten zaubern werden. Mein Name ist Luna und herzlich willkommen bei meinem Instagram-Reel. Als allererstes putzen wir unser Suppengemüse, bereiten uns das vor, schnibbeln das in kleine Stücke und stellen das zur Seite. Als nächstes ist dann die Gemüsebrühe dran. Ich packe die in den Deckel von meinem Breta, lege die Schweineschulter mit der Schwarte nach unten da rein, lasse es einmal aufkochen und packe das Ganze dann für eine Stunde in den Ofen. In der Zwischenzeit lasse ich dann eine Pfanne heiß werden, dann kommt dann das Gemüse rein, wird schön angebräunt und einmal mit Rotwein abgelöscht. Irgendwann ist mir dann aufgefallen, dass ich das Tomatenmark leider vergessen habe, deswegen kommt es jetzt dazu normalerweise eigentlich am Anfang. Fast fertig, noch die Gemüsebrühe dazu, zwei Lorbeerblätter, ein bisschen Piment, Salz und Pfeffer und fertig ist theoretisch auch die vegane Bratensoße. Nach einer Stunde darf die Schweineschulter dann aus dem Ofen, die ist natürlich noch lange nicht fertig, aber wir haben jetzt den Vorteil, dass sich die Schwarte sehr viel einfacher einschneiden lässt, als wenn das Ganze roh ist. Jetzt kommt noch unser Soßenansatz dazu, die Schweineschulter oben drauf und das Ganze wieder ab zurück in den Ofen. Für eine richtig gute Kruste kommt der Braten jetzt nochmal alleine kurz in den Ofen. Die genauen Rezeptangaben findest du wie immer in der Videobeschreibung und ich würde mich total freuen, wenn du mir vielleicht ein Follow da lassen würdest. Guten Appetit!